Hallo ich meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Angespielt. Dragonland heißt die heutige App und sieht eigentlich schon mal ganz putzig aus. Willkommen bei Dragonland Tipp auf Episodenkarte, um zu spielen. Okay, wir haben ja eine Episode und danach haben wir noch eine Episode, schließe aber erst Episode 2 ab. Steigen wieder nach, genau. Tippe auf die Episode 1 Karte. Rette, wen werden sich retten? Rette mich. Gesammelt nur von 5 Rubinen. Oben rechts haben wir 5 Leben, was anscheinend das Maximum gerade ist. Bringt das weiter, wie man spielt oder wie? Okay, ich glaube, das war wirklich eine kleine Einladung, wie man spielt. Gelange ans Ende und sammle die letzte Münze. Wenn du Feinde zerquetscht, erhältst du zusätzliche Münzen. Tipp auf den Joystick, tipp auf die Sprungtaste. Berühre den Bildschirm, bewegen den Joystick. Yay, oh, wie süß. Erinnert mich so ein bisschen an Spyro. Boah, Spyro hat ja auch nochmal richtig Bock. Gut, wir haben oben links 30 HP. Tipp hier, um zu springen. Ja, ja, bin ja dabei. Juhu! Ein kleiner, friedlicher Drache. Noch. Das soll auch irgendwo gehen. Da ist der erste Gegner. Oder ist das ein Gegner? Springe auf einen deinem Feind, um ihn zu zerquetschen. Alles klar, mache ich. Bitte. Hatte 1 HP gehabt. Und 5 HP Schaden habe ich mit meinem Jump verursacht. Und mein Doppelspringen. Ja, ja, weiß ich doch alles schon. Was immer ein komischer Ansichtswechsel. Wenn man hier so. Ist hier noch irgendwas? Nö. Scheint nichts. Oh, die riesige Münze da hinten. Batsch. Und. Batsch. Oh, ein Diamant. Oder ein Juwel. Noch eine Münze, eine riesige Münze. Gut gemacht! Wir haben als Belohnung bekommen ein Juwel, 149 Münzen und 158 Erfahrung. 149 Erfahrung dafür, dass wir die Münze aufgesammelt haben, 5 Erfahrung für den Rubin, beziehungsweise das Juwel, und 4 Erfahrung dafür, dass wir Monster getötet haben. Yay! Okay. Geh weg, geh weg, geh weg! Ich will springen! Flamme, schön dich zu sehen! Hey Leute, ich bin durch Dragonland gereist. Ich habe aufregende Abenteuer erlebt und Schätze gefunden. Warte, was ist das? Was? Sag auf Wiedersehen, du kleiner Falken. Ich glaube, ich habe es gerade übersprungen, aus Versehen. No! Okay, hab keine Angst, ich werde dich retten. No, ich habe das übersprungen. Ich wollte es doch sehen. Level 1 bis 2, Level 1, 2, erste Schritte, Gesundheitspunkte 30 wird empfohlen, Drachen wechseln, Schwierigkeit leicht. Nein, ich wollte es nicht machen. Ich wollte es nicht überspringen, scheiße. So, kann man von unten ran? Ja. Wie Mario so ein bisschen. Tippe einmal zum, ach nein, sag bloß. Ja, wir sollen auf ihn raufjumpen. Och nee, ey. Das ist ja eklig. Jetzt habe ich das überskippt. Das tut mir echt leid. Das war nicht meine Absicht. Juhu. Juhu. Ein Geschenk. Ein Juwel. Vielen Dank. Sehr schön, viele, viele Münzen. Oh, eine Stahlbox. Noch eine Stahlbox, interessant. Komm ich da noch höher? Nö. Bam. Ach man. Sehr viel gerade so ein bisschen, dass ich das Intro überskippt habe. Oder die kleine Videosequenz. Da hat man auch meistens bei dem Spiel nicht die Möglichkeit, das nochmal zu wiederholen. Ist echt immer schade. Guck mal, jetzt hat er uns entdeckt und wollte auf uns zu jumpen. Wir lassen ihn gleich mal rankommen.
Und da war knapp, würde ich sagen. Holländen vielleicht noch was? Ja, dachte ich mir. Dachte ich mir, dass hier noch was versteckt ist. Oh, nochmal Münzen, okay. Dann gucken wir erstmal auf der rechten Seite. Also auf der hier. Jetzt gehen wir noch zur anderen und nehmen da dann die Münzen mit. Ja, die geheimen versteckten Münzen hier. Hier haben wir einen Pfeil nach links. Ja, wo wir hätten, wo wir hätten hier langlaufen können halt. Ne? Achso, ich bin außerhalb meines Tablets. Sehr schön, sehr schön. Nochmal sehr, sehr viele extra Münzen mitbekommen. Gut gemacht. Und wir kriegen wieder ein Juwel. 343 Münzen und 370 Erfahrung. Wir haben bald ein Level ab. So, nächstes Level. Schwierigkeit leicht schon wieder. Gleite zum Sieg. Gleiten gibt es hier auch noch. Gelang ans Ende. Wenn du vorhin zerquetscht hast, hättest du dich Münzen. Wie immer also. Achso. Das ist immer doof, dass man so einfach das Tutorial über oder die Hinweise überskippen könnte mit einem einfachen Tab. Das ist ja cool. Sehr schön. Huch. Fast hätte ich mich doch davon treffen lassen. Sicher, dass es hier nicht noch lang geht? Hm, anscheinend nicht. So. Ein Juwel, yes! Ja, da fehlen noch zwei. Das ist ein Geschenk. Und das sollten wir nicht verpassen. Genauso wie hier überall, da wo man es im Normalfall überhaupt nicht sieht, da noch kleine Geheimnisse sein könnten. Hi. Hi. Bam. Eine riesige Münze schon wieder. Oh, was macht die Münze denn da hinten? Habt ihr es gerade gesehen? Achso, geht's noch weiter, okay. Eine gigantische Münze. Bestimmt müssen wir gleich wieder gleiten. Ja. Bis da hinten hin gleiten wir mal. No, ich habe eine Münze verpasst. Eine Münze, glaube ich, habe ich verpasst. Und ich denke, hier wird kein Secret Hunter sein. War klar, wenn es in der letzten Folge war, in der letzten Level war. Dann bezweifle ich, dass es das hier gewesen ist. Oder hier, dass hier noch ein Dings kommt. Noch so ein komisches Secret. 255 Erfahrung, sehr schön. Wir haben allerdings nur noch 3 Energie-Gesundheitspunkte. 35. Dein Drache scheint für dieses Level zu schwach zu sein. Verbessere deinen Drachen. Flamme verbessern. Levelaufstieg für 570 Gold. Und wir kriegen 5 auf 5 Dings dazu und 1 oder 2 Schaden haben wir dazu bekommen. Spielen. Feuerwahn. Heißt die heutige oder diese jetzt Episode hier. Tippe hier, um dein Boosterlager zu öffnen. Tippe hier, um einen Booster auszuwählen. Booster machen die stärker, Tippe zum Angreifen. Okay. Man kann nur mit Feuer speien. Oh, ich habe den nicht getroffen. Doch, jetzt habe ich ihn getroffen. Okay. Hui! Noch ein Booster da unten. Ach, guck mal, oben links sehe ich meine Flugkraft. Oben links ist meine Flugkraft, das blaue. So, hier haben wir einen Booster, einen Angriffsbooster, angreifen, aktiviert. Juhu! Drachenangriff aktiv. Ach nein, ist ja putzig. Oh, da sind Stacheln dran, oder? Platsch! Jetzt haben sie schon 6 HP, jetzt muss man natürlich
6 Schaden machen. So, schauen wir mal ganz kurz. Ich weiß nicht, ob das metallene Ding was zu sagen hat. Ich glaube aber nicht immer. Zumindest erkenne ich jetzt hier kein weiteres Geheimnis. Feuer sparen? Nee, lieber nicht. Der war knapp. Boah, der bewegt sich teilweise echt komisch. Juhu! Juhu! Oh. Auf den Kopf gesprungen. Kiste, etwas Unbekanntes. Unbesiegbar aktiv. Getötet. Hihi. Ja, irgendwann wird hier hinten auf jeden Fall mal ein kleines Secret sein. Ich denke, wenn die da hinten ist ein Dings, da sehe ich ein Geschenk rechts, da muss ich aufpassen, dass ich da noch hinkomme. Und zwar hier. Oder ach nee, da unten ist es, okay. Da, noch ein Juwel. In jedem Level gibt es ein Juwel mindestens. Bam. Die Münze verbrennen. Oh, das ist ein interessantes Spiel. Dum, dum, dum. Wieder ein Juwel dazu bekommen. 230 Münzen, 261 Erfahrung. Und weiter. 30 Minuten dauert dummerweise ein so ein Herz wieder zum Regenerieren. Benutze Kristall, um tolle Geschenke zu erhalten. Tipp hier, um ein Geschenk zu gewinnen. Benutze Kristall, um Premium-Geschenke zu gewinnen. Anfordern 6. Habe ich denn 6 davon? Hatte ich gar nicht. Ich hatte 4. Glückwunsch, Münzen mal 600. Gesundheitstrank mal 2. Leben mal 2. Und Juwelen mal 5. Zurück zur Episode. Verfügbare Gegenstände 0 von 2. Super Dragonland. Ui, ist das denn für eine Sicht? Holy shit. 2D. Ui, hi. Na, Kristall? Wie geht's dir so, Kristallilein? Aber von der Sicht ist es auch nicht schlecht. So, wir gehen das mal ganz hier oben. Alter, bist du behindert? Alter, was macht denn der? Guck dir mal, wo der hinjumpt. Ich gehe nach rechts und was macht... Er jumpt nach hinten. Okay, es sind immer diese Dings dabei und dann heißt es nämlich auch irgendwas, dass hier oben noch irgendwo was ist. Ja, wo der hinjumpt, ist unfassbar, oder? Okay, also immer wenn diese... Da sind die bröckeligen Dinger wieder. Immer wenn solche Stahldinger da sind, dann ist es auch wirklich irgendwas. Ach, guck mal, die kommen sogar wieder. Kombo mal 2. Ja, ich weiß, ich bin nur gut, ne? Plupp. Ja, der jumpt echt komisch. Eigentlich bin ich ja echt so ein bisschen ein Spyro. Hier unten wird sicherlich ein Geschenk sein. Nein, doch nicht. Aber irgendwo muss jetzt noch ein... Wollte schon sagen. Aber sonst noch ein Juwel, oder? Noch vielleicht hier nicht bei dieser Art von Game. Also wenn wir so halt steuern müssen. Weil dann ist wirklich immer nur eine Sicht, dann können sie halt nicht so das Juwel leicht verstecken, weißt du? Allerdings haben wir auch 2 von diesen Dingern bekommen. Und als Erfahrung bringen die wie viel? Weiß ich gar nicht. Doch, da 5 Erfahrung pro Stück. Nicht übel, Geschenke schon wieder. Ich habe 2. Kostenloses Geschenk ist da. Können wir auch einfordern. Und 225 Münzen und ein Leben. Nice. Vielen Dank, vielen Dank. So, Hilfe. Ach komm, machen wir noch weiter, oder?
Ich glaube, das wird mal angespielt, was noch etwas länger über die 20 Minuten geht. Das ist ja schon seit langer Zeit nicht mehr so gewesen. Aber Dragonland ist ein cooles Spiel. Plitsch! Uch! Ich dachte, du willst mit mir reden. Der schießt einmal auf mich. Das ist ja ein Arsch. Alter, ohne Witz, wo der hinjumpt jedes Mal. Das ist unglaublich. Stahlkiste? Ja, okay. Ich werde jetzt nur noch die Stahlkisten aufmachen, nur die Kisten instant mal aufmachen und gucken, wenn da Stahlkisten drin sind. Dann werde ich da weitersuchen. Hinter mir ist was gewesen. Das werden wir erstmal abchecken. Oder auch nicht? Interessant. Oh, hi. Oh, das sind aber lange Level. Holy shit. Und ich möchte jetzt gucken, was hier hinten wieder ist. Ja. Das war ein bisschen knapp. Kaputt machen. Das ist zum Beispiel eins, was nicht kaputt geht. Steuerung sehr, sehr komisch. Da die aber alle wiederkommen, ist das auch nicht so schlimm. Oh, das war's schon. Doch kein so langes Level. Und da ist doch die Juwel gewesen. Das Juwel, was ich gesucht habe. Was ich überall in jeder Ecke verzweifelt gesucht habe. Da haben wir einmal den Rubin bekommen beim Langsliden. Den Gem. Das Juwel also und die 164 Münzen. Nice. Und da gehen wir einfach mal zu ihm, oder? Finde die benötigte Anzahl an Kristallen in Episode 1, um den Boss zu besiegen. Bereit, 1 von 1. Dicke Bertha. Ich brauche 35 Gesundheitspunkte und 2 von diesen Kristallen kann ich hier finden. Und diesmal ist die Schwierigkeit normal. Boss-Level. Töte den Boss, jeder Boss hat sein eigenes Verhalten. Auf jeden Fall habe ich schon mal den ersten gefunden. Kann ich hier raus? Könnte ich? Kann ich? Ich würde es aber nicht wagen. Aufrinnen die Kanone. Shoot! Da ist die dicke Bertha. Oh, wer bist du? Ich bin diejenige, der deinen Freund gefangen hält. Um ihn zu befreien, musst du mich besiegen. Okay, dicke Bertha. Du möchtest doch etwas von mir. Also haben wir nur raufjumpen wieder. Der mich allerdings ziemlich weit wegstößt. Bedem. Das war ein relativ einfacher Gegner. Aber ist auch nur der Anfang. Trotzdem fehlt mir irgendwo noch der Juwel. Oder das Juwel, wie auch immer. Aber vielleicht gibt es ja auch keins. Gut gemacht. Keine Wand zu hoch. Befreie Rocky. Wunderbar. Ich habe 61 Erfahrung bekommen. Um die Gegner zu besiegen. Ja, 50. Weiß auch immer, dass 50 da gewesen ist. Ich glaube, Bossgegner oder so. Episode 1 abgeschlossen. Wir kriegen dafür 2500 Münzen. Episode 2. Und ein schnelles Spiel. Und was können wir noch? 15 Juwelen. Mensch, ich krieg ja hier Dinge ohne Ende. Und wir haben einen neuen Drachen bekommen. Du hast Rocky gerettet, ein neuer Freund für dein Abenteuer. Dann fordern wir uns die Kleinen doch gleich mal an. Kehre zum Episodenmenü zurück. So, dann haben wir Episode 2. Tippe hier, um Episode 2 zu spielen. So, möchte ich mal ganz zurück. Wie viele Episoden gibt es denn? 3, 4, 5, 6, 7 und 8 ist bald erhältlich. Interessant, rette mich. Okay, da kann man wieder jemanden retten. Kann man wieder jemanden retten, das ist immer nur so ein Zwischending. Wieder jemanden retten. Also alle zwei Dinger kann man einen neuen Drachen retten. So, verbessern. Rocky hier. Hat 40 und 8 Schaden. Drachenfähigkeiten klettern, springen an eine Wand und drücke die Fähigkeitstaste, um zu klettern.
und der Salto verführt mehrere Vorwärtssaltos. Und mein kleiner anderer Drache hat halt das Sliden, oder? Gleitung, genau. Gleite wie ein mächtiger Adler und Flammenwerfer wirft 3 Flammen. Also jeder hat unterschiedliche Skills. Da muss man also einige Level vielleicht doch mal wiederholen. Gesundheitspunkte 40 sind hier empfohlen. Also entweder ich werde den Drachen wechseln. Allerdings hat er genau, doch er hat 40 Punkte, okay. Dann können wir theoretisch jetzt mit Rocky spielen. Rumpelnde Ruinen heißt dieses Level. Wenn du Feinde zerquetscht, erhältst du das Team. Oh, da ist eine Wespe. Oh, guck mal. Ups. Da war ich schon wieder außerhalb des Spiels. Ich kann nicht klettern. Oh, wie süß. Oh, die können sich bewegen. Ist ja unfair. Oh, hier kann man jetzt überall hochklettern. Oh, guck dir das mal an. Und hier wurde uns gezeigt, dass wir hochklettern sollen. Dies ist eine Kletterzone. Spring auf die Mauer. Tippe einmal zum Springen. Und das Ding sollen wir halten. Sehr gut. Batsch, Batsch, Batsch. Dreier-Kombo. Wir hätten sogar eine Sechser machen können. Ach so, eine Zweier-Kombo gewesen. Gut, meine lieben Freunde, ich würde sagen, damit ist das eigene Spiel zu Dragonland beendet. 21,5 Minuten. Oh Mann, das ist ein schönes Spiel, muss ich sagen. Ein sehr, sehr schönes Spiel. Selten mal wieder so ein tolles Spiel gehabt. Allerdings, ja, 5 Leben ist jetzt nicht allzu viel. Aber damit muss man klarkommen. Ja, wer spielen möchte, in der Videobeschreibung sind die Links zum Spiel. Ich glaube, das war sogar eine kostenlose App. Ja, eigentlich ist es eine kostenlose App. Also, dafür ist sie ziemlich geil, muss ich sagen. Gefällt mir. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, wer spielen möchte, Videobeschreibung, die Links zum Spiel kann ich euch nur empfehlen. Ist ein interessantes Spiel. Und ja, viel Spaß dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.